Herzlich willkommen und schönen guten Nachmittag, meine sehr verehrten Damen und Herren, und buon pomeriggio a tutti quanti e benvenuti. Ich darf Sie als Moderator durch diesen Nachmittag begleiten. Ich freue mich drauf und sage zu Beginn nur einige wenige Sätze. Fürs Erste, jeder spricht in seiner Muttersprache, denn wir haben hier die Dolmetscherinnen und Dolmetscher, das sind die Fachleute, die das übersetzen. Also spricht jeder in seiner Muttersprache, damit wir kein Chaos produzieren. Und dann hören Sie zu Beginn zu diesem Thema Risikomanagement und gemeinsame Agrarpolitik 2020, wo das ja festgeschrieben ist. Da brauche ich Ihnen nichts zu sagen, weil sich in dem Bereich ja alle als Fachleute viel besser auskennen als ich. Hören Sie ein paar Grußworte zu Beginn. Beginnt Stefan Klotzner, er ist der Obmann des Südtiroler, bleiben Sie noch ein bisschen bei mir, des Südtiroler Hagelschutzkonsortiums. Dann in der Reihenfolge Giorgio Gaiardelli, er ist gewissermaßen der Trentiner Kollege von Herrn Klotzner, also Obmann des Hagelschutzkonsortiums CODIPRA. Dann haben wir hier auf der anderen Seite den Landwirtschafts- und Forstwirtschaftslandesrat Arnold Schuler, herzlich willkommen. Und wir haben dann auch den Europaparlamentarier Herbert Dorfmann, herzlich willkommen auch an Sie. Hier steht auf Ihrer Liste noch Michele Dalla Piccola, das wäre praktisch der Trentiner Landesrat für Landwirtschaft, der kommt etwas später. Er wird also dann im Anschluss an die Vorträge, an die Referate während des runden Tisches hier bei uns sitzen und noch seinen Part dort übernehmen. So, es gibt diese kurzen Grußworte und dann noch eines. Sie sehen, es gibt einzelne Referate. Die Referenten werden jetzt gleich begrüßt werden von Herrn Klotzner. Ich hätte nur eine Bitte, weil ich als Moderator gebeten worden bin, die Zeit möglichst einzuhalten. Sie sehen, wenn Sie auf die Uhr sehen, wie einfach dieses Unterfangen hier ist. Also 20 Minuten pro Referat werden vorgesehen und zum Thema passend hat man mir hier eleganterweise und dankenswerterweise nette Hilfsmittel bereitgestellt, ein gelber Apfel, damit Sie das auch alle sehen. Kurz bevor die Redezeit zu Ende ist, steht die Ampel auf gelb und das würde dann bedeuten, die Redezeit ist um und somit sind Sie meine Komplizen, meine Verbündeten, weil Sie das alle sehen und der Redner hat keine Ausrede, er hat vergessen, zu mir herüberzuschauen. Okay, das war's schon und dann gibt es eine Pause und dann gibt es eine Diskussion hier am runden Tisch und dann um 6 Uhr wollen wir Schluss machen und den zweiten Teil des Abends in Angriff nehmen. So, Herr Klotzner, bitte sehr. Ja, ich darf Sie mit Freude alle recht herzlich begrüßen zu unserem Kongress über die Risiken in der Landwirtschaft. Und wie wir alle wissen, ist im neuen Brüsseler GAP-Programm 2015 bis 2020 vorgesehen, dass man das Risikomanagement in der Landwirtschaft noch besser und in den Griff bekommen sollte. Und dabei wären Mutualitätsfonds vorgesehen. Wir haben in Trentino und auch im Südtirol schon einige Jahre Erfahrung mit Solidaritätsfonds, die wir in unserem eigenen Konsortium geschaffen haben. Aber wir möchten praktisch die Tür auftun und Möglichkeiten eruieren oder feststellen, wie das praktisch vielleicht auf nationaler Ebene oder auch bei anderen Konsortien funktionieren könnte. Dazu haben wir auch Referenten eingeladen, der durchs Programm, durch die Tagung leitet. Herr Daum hat einige schon vorgestellt, aber ich möchte noch auch begrüßen Dr. Katrin Rudolph. Sie ist von der Europäischen Union zuständig für die Hagelversicherungen. Besonders freut mich, sie ist aus Südtirol, kommt aus Meran. Wir haben sie in Rom kennengelernt und mit großer Freude freuen wir uns schon auf Ihren Vortrag, den Sie heute uns halten werden. Weiters begrüßen darf ich Dottoressa Paola Grossi. Sie ist praktisch auch in Brüssel bei der COGEA zuständig für die Hagelversicherungen und gleichzeitig auch Referentin im Col di Retti, wenn ich das richtig sage, in Rom. Und natürlich auch beim Asnacordi ist sie für die Rechtsangelegenheit zuständig. Begrüßen darf ich auch Dr. Giacomo Bertolini, Direktor von der Asnacordi Rom. Er ist gerade jetzt mit dem Zug eingetroffen auch. Und natürlich auch von der Swissre,
Dr. Ernst Uresch. Er ist praktisch zuständig im Bereich für die Rückversicherung im Bereich Landwirtschaft. Begrüßen, wie schon gesagt, der Assessor von Trient kommt etwas später und der Obmann von der Erzeuger von Südtiroler Obst ist Georg Kessler, wird auch noch etwas später kommen. Ich darf jetzt noch für ein paar Grußworte das Wort an Herrn Giorgio Gaeldi geben von Consortium Trient. Er wird natürlich die Grußworte auf Italienisch sprechen. Do adesso la parola a Giorgio Gaeldi, il presidente del Consorzio di Trento. Lui parla logicamente in italiano. Grazie. Bene, buonasera a tutti. Stefan mi ha detto di parlare in italiano, lo parlo in italiano. ma tutto a parte, un ringraziamento chiaramente anche da parte mia a tutti i relatori, a tutti gli ospiti, ai colleghi presidenti delle associazioni, alla nostra associazione nazionale. Un ringraziamento particolare, credo che va al Consorzio di Bolzano, per la collaborazione che ormai si è instaurata in questi anni, una collaborazione non a parole, ma una collaborazione veramente nei fatti, una collaborazione onesta, quando dico onesta vuol dire sincera, leale. Penso che ormai il Consorzio di Trento e di Bolzano, come va di moda adesso, possiamo dire che è una coppia di fatto, no? Non siamo legati da niente di scritto, ma però una coppia di fatto. Pertanto veramente grazie per questa collaborazione e per la gentilezza che sia il presidente Stefan che il direttore ci dedica sempre. Ecco, diciamo, questo congresso in questa bellissima cornice dell'Interpoma, che come voi sapete è una fiera importantissima, è una delle più importanti del settore. Qua parliamo di mele. Chiaramente qua è il settore melicolo, è il settore che interessa chiaramente questo distretto, questa regione Trentino Alto Adige. Se pensate che qua noi andiamo a coltivare circa 28.000 ettari a mele per una PLV di quasi 1 miliardo di euro. Quindi voi capite l'importanza del mele in Alto Adige, credo che questo sia fuori discussione. Ecco, dicevo, in questo convegno al quale partecipano, oltre ai vertici dell'Alto Adige, del Trentino, dagli assessori ai direttori generali, a tutti i nostri illustri relatori. Ecco, dicevo, questo distretto che è organizzato, o meglio, le aziende agricole di questo distretto sono organizzate in forma cooperativa, le quali a loro volta formano delle grossissime organizzazioni. Basti pensare alla FOG, alla VIP, a Melinda e altre, ce ne sono circa una decina, non le nomino tutte, ma di grosse organizzazioni. Pertanto le nostre aziende agricole sono, per così dire, hanno questo modo di porsi, di affrontare il mercato. Quindi l'azienda agricola da noi, in Trentino Alto Adige, è, possiamo dire, cinturata, e perlomeno riesce a stare assieme e ad affrontare il mercato in questa maniera, unendosi in un sistema che dà reddito e dà certezza del futuro, per quanto possibile, alle nostre aziende, alla nostra gente e quindi al nostro territorio. Ecco, questo associazionismo spinto, permettetemi, che arriva perfino a fare di tutto Trentino Alto Adige una società unica che va la FROM, intendo, che va a affrontare i mercati di tutto l'est, quindi un'ulteriore prova di unità, un'ulteriore prova del sapere stare assieme. Ecco, questo stare assieme c'è anche nella gestione del rischio. Io credo che un'azienda moderna non possa prescindere dalla gestione del rischio, tantomeno le nostre aziende, dove ci sono produzioni specializzate, dove abbiamo produzione di grandissimo valore in poco territorio. Quindi prescindere dalla gestione del rischio credo che sia impossibile. Un dato solo vi do, dicevamo che una PLV di circa 1 miliardo di euro,
Questo miliardo di euro per 800 milioni è assicurato dai due consorzi. Quindi i due consorzi di Trento e Bolzano assicurano l'80% mediamente della PLV della regione. Basta solo questa cifra per dire l'importanza dei consorzi, credo, ma oltre ad assicurare sono riusciti a sviluppare nel tempo chiaramente soluzioni innovative, sono riusciti a dare risposta alle nostre aziende agricole e questo credo che sia importante. Questo convegno che andrà ad illustrare soprattutto quello che sarà le opportunità anche della nuova PAC, è InfoPAC tra il resto 2014, vedo il nostro timbrino della Snacordi, della nostra associazione nazionale, poi parlerà anche il nostro direttore, il nostro presidente. Pertanto dicevo, questa PAC nella quale la gestione del rischio è diventata veramente importante. Importante vuol dire che ci dà certezza fino al 2020, alla PAC 2020, da qua al 2020 abbiamo una certezza di finanziamento e abbiamo una certezza che questa gestione del rischio è centrale nella nuova PAC, che ci darà la possibilità di sviluppare cose nuove, mi riferisco agli ST e ai fondi, e credo che proprio in questa prospettiva dobbiamo collocare tutta questa serie di convegni, proprio per vedere quello che c'è da fare, quello che si può fare e poi, scusatemi, finite le chiacchiere, che non sono chiacchiere, dobbiamo anche farlo. Per cui quando abbiamo capito bene la direzione che dobbiamo prendere, poi adesso, quando dico adesso vuol dire nei prossimi mesi, dobbiamo anche farlo, perlomeno cercare di farlo, con tutta la buona volontà e con tutta la prospettiva di arrivarci. Questo è l'augurio e il compito che ci diamo e che tutti assieme cercheremo di portare avanti. Grazie per la vostra partecipazione. Grazie signor Gardelli. Und jetzt wird die offizielle Eröffnung vornehmen Landesrat Arnold Schuler, bitte sehr. Sehr geehrter Obmann Klotzner, caro Presidente Gaiardelli, cari ospiti d'onore, relatori, cari ospiti, meine Damen und Herren, darf man sehr herzlich bedanken, einmal für die Einladung, aber auch für die Ehre, hier diese Fachveranstaltung heute offiziell eröffnen zu dürfen. Darf dies auch im Namen meines Trientner Kollegen Dalla Piccola machen, der mit etwas Verspätung hier eintreffen wird. Das Thema Risikomanagement in der Landwirtschaft ist natürlich ein sehr interessantes und spannendes Thema. Sieht man auch jetzt hier schon, wenn man in den Saal schaut, an der Teilnehmerzahl an der heutigen Tagung. Und ein Thema, das mich nicht nur als dafür zuständiger Landesrat beschäftigt, sondern ein Thema, das ich auch aus der Sicht des Obstbauers kenne, weil ich ja selber Obstbauer bin. Und natürlich mit dem Risikomanagement und den Versicherungen meine eigenen Erfahrungen bereits machen durfte. Der Umgang mit den Risiken gehört natürlich seit jeher zum Beruf des Bauern. Die vielfältige Arbeit, die mit der Landwirtschaft verbunden ist, birgt natürlich auch viele Risiken in sich. Es geht vom Ausfall der Arbeitskräfte zu den Tier- und Pflanzenkrankheiten. Und natürlich auch die Schwankungen vom Wetter und Klima und neuerdings auch immer stärker die Marktrisiken. Wir haben es auch letzthin jetzt wieder gesehen und war auch gestern Thema hier auf einer Fachtagung, dass gerade die neuen Märkte, auf die wir immer stärker auch angewiesen sind, speziell auch im Bereich Obstbau, natürlich vielfach auch Risikomärkte sind oder Risiken in sich birgen. Einmal natürlich der nordafrikanische Raum, der jetzt ganz stark Thema ist und ein interessanter Markt geworden ist. Allerdings haben wir es auch in den letzten Jahren gesehen, auch aufgrund der politischen Ereignisse dort, die Dinge sich manchmal schnell ändern können. Und das massivste Beispiel, glaube ich, ist ja noch nicht so alt, ist das Russland-Embargo, das wir natürlich von heute auf morgen über uns hereingebrochen ist und das man natürlich auf den Markt sehr stark zu spüren bekommt. Der Bauer ist heute schon lange kein Selbstversorger mehr, wie es vielleicht früher einmal war. Er ist in erster Linie auch Unternehmer geworden und braucht
deshalb auch ein gesichertes Einkommen. Und, aber ich glaube, es muss auch oder ist auch im Interesse der öffentlichen Hand, ob das die EU ist, der Staat ist, das Land ist, dass man hier auch ein möglichst gesichertes Einkommen garantieren kann. Denn wenn bestimmte Ereignisse eintreten, bestimmte Wettereinflüsse sind oder andere Dinge mehr, dann ist natürlich immer wieder dann in solchen Situationen auch die öffentliche Hand gefordert, hier Hilfen zu leisten. Und so wie jetzt die öffentlichen Haushalte aufgestellt sind, wird es auch für die immer schwerer. Deshalb sind beide Seiten, also die Landwirtschaft als solche, aber auch die Politik, daran interessiert, dass man hier die Dinge auch so gut wie möglich abfedern und absichern kann. Begonnen hat das Ganze sicherlich in erster Linie auch mit den Versicherungen im Bereich Obstbau, die Hagelversicherung, im Bereich Weinbau natürlich auch. Und es hat sich jetzt in den letzten Jahren immer mehr auch ausgeweitet zu neuen Möglichkeiten, ob das jetzt Versicherungen auch gegen Frost, gegen Wind bedeutet und immer mehr auch die Entwicklung und die Förderungen zu Multirisk-Versicherungen, um möglichst ein breites Spektrum der Risiken auch abdecken zu können. Im neuen ländlichen Entwicklungsplan werden jetzt nun weitere Instrumente der Stabilisierung vorgesehen, dass wir jetzt auch über Rücklagen, über Mutualitätsfonds hier Förderungen machen kann, Unterstützung gewähren kann, also nicht nur eben gegen Witterungseinflüsse, sondern vor allem auch hin in Richtung Möglichkeiten, Preisschwankungen auszugleichen, aber auch, wenn es um Einbußen durch Pflanzen- und Tierkrankheiten geht. Und hier gibt es auch eine, glaube ich, doch ordentliche Ausstattung, auch über die entsprechenden Mittel hier auf Staatsebene, ca. 300 Millionen Euro, wobei unser Anteil hier, also in Südtirol, ca. 30 Millionen Euro ausmachen wird. Also es geht insgesamt um eine Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft. Es geht, wie schon gesagt, um die Einkommenssicherungen und es geht, und das ist auch natürlich immer wieder Thema, wenn man die Landwirtschaft als Unternehmen auch sieht, um die Absicherung für etwaige Kredite, die aufgenommen werden müssen und es hier auch ein geregeltes Einkommen dazu braucht. Es geht aber auch um abgestimmte Vorgangsweisen und es geht um Informationen und wir dürfen alle gespannt sein auf die Berichte, die man hier heute hören wird, von den einzelnen Berichterstattern, aber auch dann auf die Diskussion. Ich danke an dieser Stelle und nehme die Gelegenheit natürlich gerne wahr. Danke an dieser Stelle den Obmann und dem Direktor des Hagelschutzkonsortiums für die jahrelange Arbeit zum Wohle der Südtiroler Landwirtschaft. Es ist keine leichte Aufgabe. Es sind immer wieder neue Voraussetzungen, denen man begegnen muss. Und manchmal auch im letzten Moment, dass die Dinge noch geregelt werden müssen. Aber es ist bisher immer gelungen, rechtzeitig noch den Bauern entsprechende Angebote machen zu können. Und ich glaube, hier doch unterstreichen zu dürfen, dass man hier sehr gut organisiert ist und sicher auch in eine gute Zukunft blicken kann. Und ich darf auch noch abschließend den Organisatoren dieser Veranstaltung danken, für die Organisation eben, für die Möglichkeit, hier sich das Neueste anzuhören und auch eventuell Fragen zu stellen und zu diskutieren und darf jetzt diese Fachtagung dann auch ganz also offiziell eröffnen und wünsche Ihnen eine interessante Tagung. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Landesrat. Ich darf ganz kurz, bevor jetzt die Einführung der Europaparlamentarier Herbert Dorfmann macht, nur noch einen Herrn begrüßen, der gerade eingetrudelt ist, nämlich Albano Agabiti, Präsident von Asnacordi, also des Dachverbandes der Schutzkonsortien. Benvenuto. So, Herr Abgeordneter Dorfmann, Sie sind an der Reihe, Sie führen uns in das komplexe Thema ein. Bitte sehr. Geschätzte Herren Präsidenten, sehr geehrte Damen und Herren, gentile Signore e Signore. Ja, ich denke, wir haben in Brüssel im Europäischen Parlament und im Landwirtschaftsausschuss des Europäischen Parlaments 5 Jahre erlebt, in denen sehr um die Reform der gemeinsamen Agrarpolitik gerungen wurde.
diese neue, wenn man das sagen will, gemeinsame Agrarpolitik ist aus unserer Sicht, aus der Sicht der Europäischen Union, inzwischen beschlossen und muss nun in den einzelnen Mitgliedstaaten und in den Regionen umgesetzt werden. Das passiert gerade, wie Sie wissen, und deswegen denke ich, kommt diese Tagung heute auch zu einem sehr richtigen Zeitpunkt, weil gerade in diesen Monaten wichtige Entscheidungen auch auf nationaler Ebene fallen, was die Umsetzung der gemeinsamen Agrarpolitik angeht. Ich denke, wenn es um Risiko geht, um Versicherungen geht, dann bringt diese Reform und die Verordnung 1305/2013, also mit der die erste Säule der gemeinsamen Agrarpolitik, die zweite Säule der gemeinsamen Agrarpolitik dann geregelt worden ist, zwei entscheidende Aussagen. Die erste Aussage ist, oder das erste Faktum ist, dass eigentlich zum ersten Mal das Thema Versicherungen bedeutender und wichtiger Bestandteil der gemeinsamen Agrarpolitik wird. Und dass damit aus Sicht der Europäischen Union schon unterstrichen wird, dass in der gemeinsamen Agrarpolitik dieser Bereich und in der Gesamtfunktion der gemeinsamen Agrarpolitik dieser Bereich eine wichtige Rolle spielt. Und der zweite Teil ist der, dass wir entschieden haben, dass dieser Bereich im Rahmen der zweiten Säule, also im Rahmen der ländlichen Entwicklung und der ländlichen Entwicklungsprogramme in den einzelnen Mitgliedstaaten und in den Regionen abgewickelt werden soll. Sie wissen, es gibt hier die bekannten drei Artikel, die sich mit drei verschiedenen Themen befassen. Und ich denke, darum geht es ja auch heute Nachmittag. Oder es geht vor allem um den letzten dieser drei Artikel, um den Artikel 39. Der Artikel 37 sieht vor, dass Versicherungen, die zum Schutz gegen Schäden von Witterungsunbillen abgeschlossen werden, öffentliche Zuschüsse gewährt werden können. Der Artikel 38 sieht vor, dass Mutualitätsprogramme und Mutualitätsfonds im Bereich der Versicherung und des Schutzes beim Ausfall im Tierbereich unterstützt werden können. Und Artikel 39 sieht Einkommenssicherungstools, also Income Stabilization Tools, unter der Voraussetzung, dass das im Rahmen von Mutualitätsfonds über die Bühne geht. Italien hat ja eine wichtige Entscheidung diesbezüglich getroffen. Italien hat die Entscheidung getroffen, im Rahmen der ländlichen Entwicklung in Italien einen neuen Weg zu gehen. Auch das ist ja in dieser neuen gemeinsamen Agrarpolitik möglich, also nationale Programme und regionale Programme, ländliche Entwicklungspläne parallel laufen zu lassen und immerhin mit 1,6 Milliarden Euro in den nächsten 7 Jahren einen ganz bedeutenden Teil der zweiten Säule, ungefähr 7-8% der zweiten Säule, einem nationalen Programm im Bereich der Versicherungen zuzuweisen. Das ist selbstverständlich für unsere Region, für die zwei autonomen Provinzen Bozen und Trient von ganz großer Bedeutung, weil die Konzentration an Versicherung oder es eine hohe Konzentration von Versicherungspolizen in dieser Region und in den zwei autonomen Provinzen gegeben hat und wohl auch in der Landwirtschaft hier zukünftig geben wird. Lassen Sie mich drei Worte sagen, unter welchen Voraussetzungen findet das Ganze statt. Das hat der Herr Landesrat vorher schon gesagt. Das Ganze findet unter den Voraussetzungen statt, dass sicherlich Agrarpreise zunehmend schwanken werden. Das hat mit verschiedenen Tatsachen zu tun, hat auch mit den Entscheidungen der gemeinsamen Agrarpolitik zu tun. Mit der Entscheidung in der Europäischen Union, Preisstabilisierungsmechanismen zunehmend aus der gemeinsamen Agrarpolitik herauszunehmen. So ist ja das Modell der Mindestpreise und der gesicherten Preise weitgehend in der Europäischen Union weitgehend abgeschafft worden. Wir haben zwar noch Sicherheitsnetze, aber diese Sicherheitsnetze im Preis sind sehr, sehr tief angesetzt. Wir nehmen zunehmend jetzt solche Sicherungstools heraus. Das sichere Wichtigste, das wir in den nächsten Monaten vom Markt nehmen werden, sind die Milchquoten. Denn Auslaufen der Milchquoten führt letztendlich auch wieder dazu, dass der Markt liberaler, freier und damit auch mehr den Schwankungen ausgesetzt wird.
Das führt dazu, dass es zunehmend in der gemeinsamen Agrarpolitik eine Verlagerung des Einsatzes der Geldmittel von diesem Preissicherungstools hinein in die klassische erste Säule gegeben hat, als in die Direktzahlungen. Und da stellt sich jetzt schon die Frage, wie geht es dann weiter? Was ist der nächste Schritt? Und ich denke, dass wir relativ schnell beginnen werden, werden diesen nächsten Schritt auch zu diskutieren. Und ich gehöre, und ich möchte das nicht verschreien, aber ich gehöre zu jenen und sage das seit einiger Zeit, dass ich glaube, dass auch die erste Säule und das klassische Instrument der ersten Säule, das heißt die Gießkanne über die gesamte europäische Landwirtschaft, sich langsam dem Ende zuneigt. Und wir dann höchstwahrscheinlich in der Tat überlegen müssen, welche Sicherheitstools kann man noch einbauen und muss man noch einbauen. Und da ist die Frage, was ist mit Einkommenssicherung, wie kann man Einkommenssicherung gestalten, sicherlich eine sehr zentrale Frage. Und ich stelle mir einfach selbst drei Fragen, die ich hier in den Raum werfen möchte und die, glaube ich, einfach auch heute Nachmittag hier diskutiert werden soll. Die erste Frage ist, wie können solche Modelle der Einkommenssicherung über im Versicherungsbereich und im Bereich der Mutualitätsfonds, wie können die zukünftig mit der ersten Säule kombinieren? Das heißt, wenn man die wirklich auf breiter Ebene einführt, dann braucht es dazu ja auch Geld. Wie weit kann dieses Geld aus der heutigen ersten Säule kommen? Das heißt, wie weit kann man zukünftig die klassische Förderung Hektar für Hektar umbauen, zunehmend in ein Einkommenssicherungsinstrument hinein? Die zweite ist, wie ist es möglich, und das ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung, dass das Ganze funktioniert, dass dieses Modell nicht zu neuen Marktverzerrungen führt. Und Landwirtschaft ist nämlich unternehmerische Tätigkeit und unternehmerische Tätigkeit oder Risiko ist Teil der unternehmerischen Tätigkeit. Und jetzt kann man sich überlegen und soll man sich überlegen, das ist, glaube ich, auch Teil dieser Debatte, welche Teile des Risikos der unternehmerischen Tätigkeit kann ich auslagern auf den Bereich Versicherungen oder Mutualitätsfonds? Wo gibt das Sinn? Und welcher Teil des Risikos soll im landwirtschaftlichen Betrieb bleiben? Es nimmt man ja eine Illusion, dass es unternehmerische Tätigkeit ohne Risiko gibt. Damit würde man die unternehmerische Tätigkeit per se ad absurdum führen. Aber ich denke, es geht einfach darum, auch zu diskutieren, okay, was soll man sinnvoll auslagern? Und ich denke, man sollte das auch unter Berücksichtigung der Erfahrungen der letzten Jahre machen. Eines zunehmenden und vernünftigen Übergangs von Versicherungspolizen, die wenige oder ein Risiko abgedeckt haben zu zunehmenden Multirisk-Versicherungen und sollte auch die Preisentwicklung, die sich daraus ergeben, genau anschauen. Die Verlagerung des Risikos führt nämlich letztendlich auch zu höheren Preisen von Policen. Niemand, der versichert und auch nicht Mutualitätsfonds, übernehmen zusätzliches Risiko, wenn sie dafür nicht bezahlt werden. Das können sie nicht. Ich denke, da stellen sich schon ganz spannende Fragen, die für heute, für die jetzige Umsetzung der gemeinsamen Agrarpolitik wichtig sind, die sich aber auch und vor allem wichtige Fragen sind, wenn es darum geht, wie gemeinsame Agrarpolitik weitergebaut wird, wie sie nach 2020 weitergeht. Und wir werden die Debatte darüber, wie geht es dann weiter, sobald der heutige Programmierungszeitraum fertig ist. Diese Frage wird sich auch bei uns im Europäischen Parlament relativ schnell stellen und deswegen bin ich sehr dankbar, sowohl dem Südtiroler Hagelschutzkonsortium als auch den Kollegen von Codipra aus Trient, dass diese Tagung heute stattfindet und dieser Input aus dieser Tagung heute Nachmittag auch kommt. Herzlichen Dank und alles Gute.